Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Werkstatt, Schlosser Rolldorf. Heute habe ich hier ein Winkhausschloss. Da ist hier der Riegel, ja, geht quer. Was ist passiert? Das Schloss wurde, oder der Zylinder wurde gezogen und da hat sich hier die Schlossplatte also eben halt verbogen. Also Zylinder bei einer Mehrfachverriegelung nicht ziehen. Das kann also ganz böse nach hinten losgehen. Immer bohren. Okay, was haben wir noch? Ist es denn hier noch abgerissen? Das heißt also, hier ist das auch noch lose. Das Teil hier, das fliegt hier auch ein bisschen rum. Das werden wir jetzt gleich wieder befestigen, richtig. Die Schrauben lösen wir. Wir machen das Schloss da einmal auf, richten das Ganze wieder, bauen das wieder zusammen und dann sollte das Ganze dementsprechend funktionieren. Okay, das werde ich jetzt mal machen. Wir haben hier zwei Nieten drin, die nehme ich gleich eben raus und hier haben wir dann noch Schrauben drin, die geöffnet werden müssen. Da ist noch eine. Und hier ist die andere. Und ja, wie gesagt, machen die Deckel eben halt hoch und setzen das Schloss dementsprechend eben einmal wieder zusammen. Die Nieten habe ich jetzt rausgenommen. Jetzt öffnen wir einmal das Schloss. So sieht das Ganze also aus. Und die Schlossplatte hier, die richte ich jetzt gleich eben einmal. Und dann bauen wir das wieder zusammen, sollte es dann nicht wieder funktionieren. Jetzt müssen wir nochmal eben gucken, diese Geschichte hier nehmen wir einfach mal eben raus hier. So, dann bekommen wir hier auch den. Ja, das ist auch noch lose. Okay. Dann können wir das dann mal gleich komplett wieder aufbauen. Das heißt, dann können wir es einmal komplett von der Schließleiste nehmen. So, dann wollen wir mal eben schauen, ob doch alles soweit okay ist. Ja, das bauen wir dann alles wieder komplett. Zusammen. Die Einheit läuft noch. Gut, okay. Das werden wir jetzt mal fertig machen und dann zeige ich das Schloss gleich, wenn ich das wieder ransetze. Das heißt, wir müssen diesen Niet da wieder ran machen, die Schraube hier lösen und diesen anderen hier dementsprechend, der hier also ab ist, der muss dementsprechend wieder richtig verbaut werden. Das machen wir jetzt mal eben und ja, wie gesagt, dann zeige ich das Ganze gleich mal eben einmal. Das Schloss habe ich jetzt wieder zusammengesetzt. Es ist jetzt wieder alles drin. Wichtig eigentlich bei dieser ganzen Sache ist immer, dass dieses Zahnrad wieder an der richtigen Position ist, weil das liegt dann nämlich immer so lose drin. Gut, den Deckel habe ich jetzt wieder gerichtet und ja, das wollte ich nochmal eben das Loch ein bisschen kleiner machen, das habe ich eben vergessen. Das mache ich nochmal eben schnell. So, das habe ich jetzt gemacht. Das habe ich deswegen gemacht, weil der Zylinder ja gezogen worden ist und dann war die Schraube hier noch drin. Das heißt also, die hat sich da durchgezogen. Gut. Ja, und dann wollen wir außen gleich mal ein bisschen Öl hier ran machen. Dann ist das nämlich auch gleich dementsprechend geschmiert. So. Wichtig ist jetzt noch, dass das hier gerade sitzt. Und dann kann ich den Deckel drauf machen. Hier ist dieser kleine Federhalter. Ja, das dürfte jetzt so passen. Drehe hier erstmal die mittlere Schraube rein. Kann man das nicht mehr auseinanderfallen. So, das zieht sich jetzt auch schon richtig ran. Hier ist es jetzt noch ein bisschen hochgedrückt.
Das gibt sich gleich. Hier stecke ich schon mal einen kleinen Niet durch. Na, einen kleinen Hammer. So. Dann ist das Schloss schon mal fixiert und kann nicht mehr weg. So, jetzt sitzt nämlich die Schraube auch dementsprechend besser. Ja. Und dann könnten wir hier auch noch den anderen Niet eben reinsetzen. So, vernieten machen wir das gleich. Jetzt geht es erstmal darum, um die Funktion, ob das auch schließt. Mal gucken, nehmen wir mal hier so einen kleinen Zylinder. Ich kann das auch von hier reinstecken, spielt keine Rolle. So. Funktion auf. Also ist oben hier der Schnapper. Der geht. Das ist jetzt wieder durchgefallen. Na, wir sollten da doch eine kleine Schraube reinmachen. Eben zum Testen. So, abschließen lässt sich auch, Schlüssel lässt sich entfernen. Ja, das Schloss geht wieder wie Butter, Schlüssel geht auch raus. Gut, also das Schloss muss nicht weggeschmissen werden, das kann dementsprechend auch wieder repariert werden. Das ist gar nicht so schwer. So, jetzt gucken wir uns das mal eben einmal von oben an. Das ist ja hier einmal dieser Niet, der war ja hier raus. Da habe ich also jetzt eine Schraube reingesetzt. Die muss ich jetzt ein bisschen fester drehen. So, das habe ich dann auch ein bisschen versenkt. Und hier in der Mitte war der Niet auch raus. Da habe ich dann auch eine kleine Schraube reingesetzt. Und dadurch kann ich eben halt die Befestigungspunkte wieder nehmen. Ja, das, was ich jetzt noch machen muss, ist eben jetzt hier gleich mal eben hier die Nieten. Die Nieten hier, diese beiden hier festmachen. Das kann ich aber nur am Schraubstock, das heißt eben auf dem Amboss. Und aber man sieht ja schon so, das Schloss ist so wieder bereit. Also das ist wieder funktionsfähig und schließt. Und man braucht da also kein neues. Das heißt also, ich hätte jetzt ein neues bestellen müssen. Ich habe das nicht auf Lager gerade. Und dann repariere ich das eben. Das ist ja wieder funktionsfähig, genauso wie vorher auch oder wie neues. Und ich kann das den Kunden heute gleich noch wieder einbauen, sonst hätte ich da jetzt eins mit einer offenen Tür und ich müsste da dementsprechend was machen. Okay, das war es erstmal von meiner Seite aus und ja, ich denke mal, das war wieder sehr aufschlussreich. Ich kriege ja immer viele Nachrichten noch. Ich muss mal eben so sagen, ich kann manchmal nicht alle beantworten, weil wir bekommen so viele E-Mails an einem Tag. Da ist eine Beantwortung manchmal nicht möglich. Und daher ist es besser, dann mal eben anzurufen. Also man könnte schon eine Mail schicken, aber mal eben trotzdem nochmal eben anrufen und fragen. Und dann geht das alles vielleicht ein bisschen schneller. Okay, das war's jetzt mal von meiner Seite aus und ja, dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt. Ich habe das Schloss jetzt hier verbaut, also ich mache jetzt nochmal einen kleinen Nachtrag. Jetzt kann man das nochmal sehen. Im eingebauten Zustand, das ist also das Schloss. Und das sind hier die Riegel, die rein und rausgehen. Ja, jetzt machen wir die Tür nochmal eben zu. Okay, jetzt kommen gleich die ersten, die gleich wieder ein bisschen meckern. Der Zylinder steht ein bisschen drin, das ist richtig so. Er wird aber noch geändert. Ja, Tür ist zu. Das funktioniert. Ja, was haben wir hier oben noch? Den Türschließer. Der funktioniert auch einwandfrei. Den brauchen wir nicht einstellen. Aber der hat ja, wie gesagt, mit dem Schloss so nichts zu tun. Aber die Tür schließt. Super. Und wenn wir jetzt hier nochmal wieder verschließen. Die Tür ist zu. Okay, das war's von meiner Seite aus. Also nochmal einen kleinen Nachtrag zu dem reparierten Winkhausschloss. So sieht das aus und hier kann man auch sehen, nochmal eben ganz kurz
Mal gucken, so, ja. Das ist also die Niete, die alte. Hier haben wir die eine ja befestigt, eine kleine Schraube gemacht. Und hier unten, das ist die, die andere, die 4 mm, die wir gemacht haben, wo das herausgerissen war. Und das hier oben, das ist die Stulpschraube und das ist die da drunter. Gut, okay. Das war's dann von meiner Seite aus und ja, dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.